Zwölftens, ein leichter Schlaf. Ein leichter Schlaf wird interessant. Das Schwert des Wächters. Mit ihm hat Horus Seth schon einmal besiegt. Jetzt trachtet einer seiner Anhänger danach, Khemsit. Khemsit, er ist euer Feind? Er hat einen von Osiris Tempel nicht weit von hier erobert. Am Tempel ist ein Wächter, aber er schläft. Wenn wir ihm sein Schwert zurückbringen, erwacht er. Die Götter scheinen uns gewogen. Wirklich? Das nahegelegene Oasendorf ist dem dunklen Gott Seth treu ergeben. Sie versklaven andere Dorfbewohner, damit sie für Khemsit nach Gold graben. Fremde, helft uns bei der Flucht! Schon schwere, ja? Fremde, helft uns bei der Flucht! Okay, das sind viele Soldaten hier. Alter. Ich kann nicht sagen, dass so viele sind. In Wedge. Naja. Endlich frei. Bitte bringt uns sicher nach Hause, dann werden wir euch beistehen, so gut wir können. Könnt ihr einfach hier bleiben und einfach weitermachen? Bringen Sie mindestens fünf Dorfbewohner zurück. So viel Gold, warum können wir nicht weiter arbeiten? Gib mir einfach das. Weltwunder, Geist der Wüste. Götter gewähren ihnen mehr Gunst. Okay. Na los. Auf welchem Eiern finde. Persönlich gesagt. Ah, da kommt wieder einfach mal, ja. Verdammt seien die Götter! Schlangen! Ah gut, haben wir mindestens einer von uns zerstört. Oh. Da waren ein bisschen viele Schlangen für ihn gewesen. In Wedge. At you. Und da kommt Kajon wieder. Nehmen wir das ja mit. Statue eines Hauptgottes. Das Seth. Achso, Krokodile. Na, das ist ein Pharao, wie heißt der? Nebkaro. Nebkaro.
Nip Caro. In Wedge by you. Irifer. Seht, unsere Männer sind zurückgekehrt. Abdank, Fremde. Kemsit hat uns aus unserer Heimat, der heiligen Stadt des Wächters, vertrieben. Wir helfen euch, ihn zu besiegen. Ja. Nun sammelt erstmal hier Gold. Bringt dem schlafenden Wächter das Schwert, bevor seine Armee es erreicht. In which? Kemsits Armee ist wieder auf dem Weg zur Stadt. Nur die umgebenden Dörfer stehen ihm noch im Weg. Ja. In which? Nur Nahrung. Okay. Da kommen die Armee. Rächer, Skorpionmänner, Elite-Elefanten. Was ist hier? Der schlafende Wächter. Ich bräuchte eine kleine Armee dafür. Aber erstmal ein paar. Kundschaft mir dann noch. Ich hab viel zu viel Goldeinheiten. Finito. Ach so. Ja, das ist ein Nachteil-Ticket. Wir können Reh um Regen bitten. Reh. ist hier eine Goldmine. Darf ich bloß nicht vergessen. Wer ist der hier? Was bringt mir der Weg hier? Eins, zwei, drei. Okay. Achso, du hast die Tür. In bitte mal das an. Dass wir Gunst bekommen, schnell, also schnell Gunst. In Wedge. Letztes und das war dann erstmal mit den Nahrung. Wenn du einen Dorfbewohner bauen zum Bauen halt. Kairo und kannst du ein bisschen durchsuchen alles. Hier ist nochmal Gold. So. Du machst ein Monument. Was? In Wedge. Dann noch Häuser. Russische? Ne. Was ist hier oben? 400, okay. Jetzt muss ich gucken, ob es mir mehr bringt. Nutzen ihre Technologie, was? In der Entwicklung nutzen ihre Technologie. Was ist das für ein Ausfeld? Ihr weiterhelfen ihr Dorfbewohner. Lässt doch mal schnell Holz fällen und sammeln. Bastas beschützt Felder vor Schädlingen und erhöht damit ihren Ertrag. Okay. Und bei dir. Erfindung erhöht die Angriffsstärke von 80 Kämpfern. Von Bärträgern, Angriffsschaden für Schleuder, Erfindung reduziert die
Kosten und Dauer für Anlegen von Feldern. Das ist halt nicht, das letzte ist überhaupt nicht wichtig für mich. Das war wichtig für den offensiven Kampf. Ich muss mal erstmal meine Dorfbewohner besser machen, ein bisschen besser mehr haben. Und Sphinx sind für mich persönlich etwas stärker. Was ist das da? Da unten. Ihr Penner. Mit Horus, ja? Ihr wollt mich mit so einem Rächer. Ja, der Scheiß. Ach, hier oben. Ja, muss ein bisschen beilen. Come on. Gut. Warum nicht? Felder. Schnell Gold. Kostet Nahrung, kostet Holz. Nahrung ist unbedingt eine Mangelware gerade für mich. Was ist hier eigentlich? Macht jeder schon Fehler? Sichtweise. Sichtstörung. NGO? UAE. Ich werde mal. Ob es wirklich klappt. Jetzt gucken wir den an. Es ist leicht erhöht, oder? Ich sehe keinen Unterschied. Was das mir bringen wird. NGO? Wie gesagt, ich sehe an den hier nix. Okay, nun müsste ich Einheiten heftet. Ich brauche Waffenkammer, aber ich werde ein Monument bauen und dann mehr oder weniger erforschen wir die Gegend dadurch. Okay, machst du weiter. Oh. Okay. Das können wir erforschen. Gut. Dann machen wir das. Danach kommt die Waffenschmiede. Warte mal. Ja, ist schon leicht erhöht. Nur leicht. Wir wollen nicht gleich übertreiben. Dass sich so richtig krass erhöht hat alles. Wir werden das entwickeln. Weil ich noch keine Reiter gesehen habe, so großartig, werde ich eben nur Axtkämpfer machen aktuell. Was meint er, ja? Immer den mit. Was ist eigentlich hier? Wo Sterne wissen, dass der Weg ist. Aber es kostet viel zu viel Zeit.
Zeit, dass ich nicht habe. So, und dann... Machst du gut, dass jetzt noch ein Feld. Wir brauchen eine starke Streitmacht, um die Schwertträger zum Wächter zu eskortieren. Ja, ja. Wir machen Regen. Damit schneller Nahrung produziert wird. Ich will mindestens auf dritte Zeit aller kommen, dann kann ich Gischkamee bauen. Come on. So. Nutzen ihr Gebäude. Will ich nicht eigentlich. Belagerungswaffe. Verbesserte Bogenschützen und Belagerungswaffen. Das ist halt eher, was ich haben möchte. Weil Krokodil ist zwar schön mit dem Laser, aber der Skorpion ist halt besser aktuell. Ja. Leider greifen wir jetzt nächste an. Armee plündert das zweite Dorf. Das. Gold. So viel Gold aktuell noch. Nächste Stufe können wir nicht entwickeln mehr. Richtet extra Schaden in die Infanterie. Jupp, das. Ich brauche Nahrung und. Na, scheiße. Ist das eingesperrt? Really? Skorpione machen. Eine Dorfsandung ausführen, dass die da werden. Ja. So, wir haben einen ersten Skarabeus, der halt gegen Gebäude stark ist. Dann machen wir, erforschen wir das noch weiter. Ey, ich muss vorstellen, ich hacke hier, ich hab so viel Holzfäller, ja. So viel Nahrung sammelt. Ich habe ein größtes Problem mit Nahrung eigentlich. Na gut, hier noch ziemlich spät kommen eigentlich. Wollen wir schon den ersten, sagen wir, ersten Taster versuchen dort? Und dann machen wir drei Skorpios habe. Bei drei Skorpios, ey, mal. Let's go. Noch einen Pick jetzt machen. Eben mal da ein bisschen mit beim Ausbilden. Ja, das ist viel schneller. In Wedge.
Waffenschmiede. Ja, Festung will ich noch nicht unbedingt haben. Vielleicht ein Marktplatz. Und zwar hier oben. Dann kann ich hier wieder Gold abfarmen. So. Into you. Schenken, Reichweite, cool. Okay, jetzt müssen wir aber wirklich angreifen. Was ist hier drin? Achso, Blauungsturm. Verbessert die Angriffsschaden von Katapulten und von Gebäuden. Ja, hier gucke ich mit. Solange ich nur einen habe davon. Na, let's go. Jetzt greifen wir mal wieder an. Und dass sie schnell werden, will ich gerne auch forschen. Wir greifen unten an, oder? Aber oben angreifen. Ja, ich wäre oben besser gewesen. Into you. A hero has fallen. Das machen wir. A hero has fallen. Ja, es kommt mir nur sterben davor. Mehr von euch und a hero has fallen. Na, mehr von euch. Warum ist denn hier so ein Rächer dabei? A hero has fallen. Ist halt Scheiben, ist halt nicht gut gelaufen, leider. Noch brauche ich keinen Stirn. Ja gut, wir müssen halt schneller werden gleich. Weil das hier wird leicht fallen. Unglücklicherweise.
Jerez. Der dritte. Schicken wir das Nein los. Ausbildung schneller machen. Das kostet ja kein Holz, deswegen baue ich das jetzt. Alle raus wieder. Dann wieder von oben. Macht keinen Sinn, dass wir jetzt hier meine ganze Einheit verlieren, meine ganze Dorfwohnung verlieren. Noch eine Sphinx machen zwischendurch. Wie gut bekommt denn? Na, nicht so viel, wie ich dachte. Gut, das schickt mir nochmal zum Angriff. Schickt mir die nochmal zum Angriff. Auf welchen Priester machen könnte. Ach, scheiße. Total vergessen. Die sind halt stark gegen mystische Einheiten. So. Kairo erwacht wieder. Ja, greift das weiter an. Ja, hohe Verluste macht aber egal. Die greifen jetzt nächstes an. Kemsets Armee ist in das dritte Dorf eingedrungen. Enito. Schützt die Schwertträger. Greek. And which? In which?
Los, come on, schaffen wir doch. Der Wächter erwacht. Gut. Gut. So, jetzt muss ich gegen die Armee kämpfen mit den Wächter. Ja, 2000. Einfach mal 2000 Schaden macht er. Wo ist der Fahrer? Wo von denen? Alle haben den gleichen Namen. Ja, Leute, wo rennt ihr hin? Ja, der Wächter hat eigentlich, bekomme eigentlich keinen Schaden. Ja, scheiß Elefanten, ey. Elite-Elefanten und Kies-Elefanten. Einfach mal weggehauen, ein nach dem anderen. Ah, sieht schön aus. Okay, Zwischensequenz. Wir sind schade. Bei den Griechen wurde ein bisschen mehr Mühe gemacht als bei den Ägyptern jetzt hier. Ach, egal. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ich hoffe, euch hat die Runde Age of Mythology gefallen. Und ich hoffe, man sieht sich bald wieder bei Age of Mythology oder einem meiner anderen Videos. Lasst ein Like, Kommentar etc. pp. da. Also Leute, haut rein. Ciao, ciao.